Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder auf unserer Map-Herrschaft. Ja, wir sind hier am Aufnehmen ohne Schwad und hier weiß keinen, den linke Hand nimmt und die rechte macht und ich muss dringend schiffen und habe gedacht, ich pull aber hier am Zaun. Jo, jetzt mal weiter, hier läuft schon wieder alles, ne? Jetzt müssen wir hier einen Betrieb machen, ne? Moin Kai, los geht's, weiter geht's in der guten Stube, ne? Ja, du warst so lange auf Toilette. Ja, der Blase, Mann, ich weiß es nicht. Dem abends, weißt du, und morgens fit, das ist auch so ein Ding. Aber der fährt ja genauso wie wir. Mal nicht so viel trinken. Ja, nur so ein Feierabendbierchen, da kommt dann mal gut, ne? Aber schlägt auf die Blase. Aber ich muss schon sagen, hier unsere Wiesen, das sind schon Atomwiesen, wirklich. Also wir waren noch gar nicht so lange unterwegs, ne? Beziehungsweise weg. Schon haben wir alles voll hier. Ja. Prima. Ich glaube, das ist aber auch der Dünger, ne? Das könnte sein, ja. Diese Chemikalienkeulen immer. Wir machen doch keine Chemikalien hier. Also, der genau. Lustige Drillerlader, der hat gesagt, hier wird alles Naturprodukte und so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Doch, der hat ich gesagt. Da an sich nicht aus, ja, ich auch nicht. Ich muss ihm mehr vertrauen, das soll ich sagen. Ne? Also, kann wenn, sagen, wie man Geld macht. Wenn da irgend so ein Grüner kommt, kann man nur sagen, dann müssen wir also unsere Vorarbeiter schieben. Wir haben ja keinen Dunst. Ne? So. Kann ich mir sagen. Also, du machst ja doch prima hier, ne? Läuft. So. Geht top. Ja, da muss er. Ich denke mal, wenn wir jetzt noch ein, zwei Wagen geholt haben hier, dann fangen wir gucken, wo der Rest der Mannschaft ist. Oder was jetzt hier sind alle, die euch schaffen. Hier sind drei Leute auf dem Feld. Vier Stück auf dem Feld hier. Mein lieber Scheu. Weiß nicht, was der Anton eingeteilt hat. Ja, der Anton, ich weiß auch nicht. Ne, können wir mal aussteigen, können wir mal fragen, ja, was der Anton macht. Ja, ich weiß nicht, was das hier wird. Sag mal, wie soll das hier funktionieren hier? Das passt doch gar nicht. Warum nicht? Ja, wie sollen wir denn hier vorbeikommen? Was wird das hier denn? Hier ist die ganze Firma hier, können oder? Können Sie mal eben ein Stück zurückfahren und dann... Können Sie sofort weitermachen? Soll ich zurückfahren, Kai, oder? Ja, so, ja genau. Komm mal knubbeln aus, pass auf hier. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. So. Schnick. Schnack. Schnuck. Schnuck. Ich hab's rein. Ja, ich Papier. Ich wickel dich ein. So. Na toll. Schnick, Schnack. Ja, weiter, dreimal. Okay. So. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere. Okay. Ah. Ist gleich dann. So. Nochmal. Schnick. Schnack. Schnuck. Stein. Runden. Alles rein. Hey Bandi, das ist ganz normal hier. 1-1. Wir werden immer von der 1-1. Arbeit abgehalten. Okay, nochmal okay. Neu. Okay, also nochmal, noch einmal. Das ist die Entscheidung. Oder? Okay. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck, Stein. Ich weiß nicht, keine Papier? Ahnung. Du hast Papier oder was? Hallo? Hallo ihr beiden. Okay, dann fahr ich mal zurück. Ja. Ja, aber wir haben es doch schon ausgelöst. Was ist denn für ein Hektik hier? Ja, Mann. So, ein Stück zurück hier. Ja, dann. So, nur? Weil da muss man immer ganz vorsichtig sein. Gut. So, jetzt hab ich schon ab. Ah, was ist denn nur? So, jetzt hab ich das Ding weggefahren. Was ist nur? Ja. Anton, was nur? Ja, weiterfahren. Wie weiterfahren? Wohin denn? Ja, Sie können jetzt die Schwaben wieder aufnehmen hier. Pff, das ist ein Stress hier. Und du mal, was machst du hier an den Bandi? Ja, ich soll hinterher fahren. Ich würde da jetzt auch gerne weiter hinterher fahren. Ach so, deine Mitarbeiterstunde ist schon rum. Ja, stimmt. Okay. Ja, leider. Okay, so. Sonst hätte ich ja Plus gehabt hier jetzt. Ah ja, nee, da geht ja gar nicht, ne? Weil wir haben ja nur 24 Stunden, da müssen wir gucken, wie wir die verteilen, ja. Immer schön, ne? Sag mal, Kai, soll ich nur weiterfahren oder machst du oder wie? Du kannst auch mal. Okay, da fahr ich mal. Ja, Bandi, also, ne? Haben Sie Getränke mitgeholt im Traktor, weil der Hitze ist ja doch, ne? Immer schön gucken. Ja. Feuchtigkeit bleibt, ne? Ja, wenn es kalt ist, habe ich eben im Bämmel. Schönes, kaltes Wasser. Ja, also ab 4 darf doch mal Bier sein. Aber erst ab 4, ne? Ach, ab 4 erst Bier? Ja, kein Bier vor 4. Strikte Regel. Ne? Das ist kein Problem. Okay. Ne? Okay. Wann gibt denn hier Pause, wenn ich mal fragen darf? Ja, wenn Sie meinen, das Gefühl haben, wollen Pause, brauchen Pause, dann, ne? Oder? Machen Sie einfach Pause. Genau. Aber wichtig ist, dass Sie die auch machen, das ist wichtig, ne? Ja, na klar, die werde ich ganz streng einhalten. Das ist wichtig, genau. Okay, dann mal, ja. Und wenn die Pause mal 10 Minuten länger geht, ist auch nicht so schlimm. Nee, also nichts runterschlingen. Essen Sie ganz gemütlich, ne? So schlingen ist ganz schlecht. Und wie war das noch? 35 Mal kauen oder wieder, ne? Ja, bitte. So. Also, das ist gut für den Magen. Auch, bevor man ins Wasser geht, ne? Oh, dann soll ja auch warten. Ja. Genau. Das stimmt ja. Aber wie gesagt, nicht in den Pool, ne? So. Okay. Alles klar. So, Kai, dann. Gut. Jo. Ich würde den weitermachen, wenn Jo, wenn du willst, jo, mach, ne? Danke, ey. So. Alles klar, gerne. Bis denn. Jo, denn? Jo, bis später. Jetzt klaut ihr mir doch hier meine. Wie heißt das Ding noch? Warte, ich komme. Ich gehe hier. Wie heißt das noch, was ich hier soll aufheben?
Schwudel, Schwad. Du, ist ja nichts da jetzt hier. Wo soll ich jetzt weitermachen? In der Fahrt hier hin, oder wie? Gras. Mein du solltest Gras aufgeben. Hier kommt, ja, der war ja nichts. Was der Anton gesagt hat, ist doch weg. Der hat gesagt, da können sie das direkt aufheben. So. Und wo war's? Weg. Ja. So. Kommt schon ein bisschen groß vor, wenn wir hier in so einem Ding drauf sitzen. Ne? Wir sind ja schon voll. Was das denn jetzt? Ich bin doch gerade erst losgefahren. Ja, könntest du mal sehen, wie viel Arbeit ich schon gemacht habe. Puh. Ich muss sagen, ja, wir sind schon fleißig so. Ja. Achso, jetzt müssen wir den Anton mal fragen, wo wir das Zeug hinkippen sollen, wa? Ja, zwar ja, funken mal an oder rufen an oder was. Anton! Ja, hier! Wo soll denn das Zeug hin hier? Im Silo, wo ihr das letztens auch mal reingefahren habt. Ach, da hinten an den Biertanks. Okay, danke! In den großen, in der Mitte! Ja, das verteilt er doch selber, oder wie groß sind Mitte? Das sind doch vier Stück. Ja, doch vier Stück. Ja. Da gibt's keine Mitte. In welchen denn von den vier, Anton? Anton? Wenn ihr auf dem Silo, auf dem Hof fahrt, ja, in der Mitte. Zwischen die zwei Betonwänden. Ach so, hier, das ist doch. Ach so, das ist auch ein Silo. Ja, dachte, Anton, das ist übrigens ein Fahrsilo, nennt man das, ja? Ach, ich hab genau gedacht, das wäre eine Garage, hab ich gedacht. Ja, also so viel weiß ich jetzt auch schon, ne? Warum sagen sie denn nicht Fahrsilo? Wollen sie uns hier verkackeiern? Ja, warum fragen sie mich denn dann? Ich glaube, der ist du. Ja, weil du gesagt hast, ein Silo. Ich glaube, der meint, wir hätten sie denn alle. Mann. Sie machen das schon. Wunderbar. So, wie lange fahre ich jetzt hier? Wie schnell? Oder? Wir hoffen, machen wir keine, oder? Nee. Schön in langen Bahnen ziehen, wenn es geht. Guck mal, das kriegt hier vorne schon raus. Okay, das ist ja nicht richtig hier, oder? Guck mal hier, habe ich keine schöne Bahn hier gelegt. Guck mal, guck dir das mal an. Hast du dein Fotoapparat dabei? Ja. Dann mach mal ein Bild jetzt mal, das ist doch prima. Hier, komm, ich stell mich hier drauf. Guck mal. Was hier für die Banker, ne? Guck mal hier, so. Warte mal, wir können ja den Traktor einmal umdrehen. Warte, bleib mal da stehen. Ja. Geh mal kurz den Traktor um, dann ist ein schöneres Bild. Weißt du, wie sie bei so einer Hirschjagd, oder so eine Löwenjagd, die stellen sich auch hin und so auf ihr erlegtes Wild, ne? So. No, no, bleibt mal so stehen, ne? Ach so, dann so rum, ja, da hast du recht, ja, das stimmt, das passt so. Ja, ne? So, fürs Familienalbum, ne? So. Na genau, genau. So wie das erlegte Wild. Genau. Ne? Willst du dich noch ein bisschen zum Traktor stellen, so ein bisschen an den Vorderreifen? So, warte. Wo ist er? So. Ja, genau so. So? Ja. Okay. Ja, so sieht gut aus. Ja. Erlegtes Wild, ne? Mach ruhig 2-3 mehr, warte, ich hab mir mal so. Warte. So? Ich bin gerade dabei. Warte. Bisschen im Profil vielleicht so? So, jetzt kommt. Prima. Oder? Aber. So? Meinst du, hocken ist gut? Nee. Warte, ich stell mich hier so. Oh, ist besser. So. Ne? Oh, kannst du natürlich auch auf. Was macht denn der Mitarbeiter hier? Genau. Du musst doch so Dinger hier. Also du. So, Achtung. Ja. Lächelt? Ja. Gut. Okay. Prima. Du hast einmal ein bisschen so vom Profil, weißt du? Aber doch, dass man meinen Bauch nicht so sieht, ne? So. Ja, warte. Ja, genau, so ist gut. Prima, perfekt. Alles klar. Perfekt. Anton, lauf nicht das Bild. So, einmal noch. Hallo, hier ist doch einmal noch für die Verwandtschaft. Was? Anton, geh mal bitte weg. Du kein Fotoshooting hier. Ich hab eine Weitwinkelkamera. Du musst das so sehen. Ich hab, wie bei der Großwildjagd. Ich hab die Schwarte hier hingelegt. Guck mal, wie schön. Und das ist ja wie bei der Großwildjagd fotografiert werden, ne? Für die Nachwelt. Wie schön ich das gemacht habe. Jo. Ne, guck mal, die anderen ist viel zu lang, oder? Ja. Aber gut. Naja, komm. Kann man den Mitarbeiter ruhig verzeihen. Ja, das ist ja. Weil ja, Anton hat nicht gesagt, wann er Stopp machen soll, ne? Oder? Ja. So, komm. Kann man machen, nochmal Trip. Na los, komm. Wenn so viel Scheiße war, ist alles blöd und scheiße, das ist nicht gut gewesen, hier ist doof. Das ist immer noch mal rumdeckern, ne? Geil, ich weiß nicht mehr. Der zu viel Weihnachtsgeld bekommen hat immer, oder wieder. Doch immer mit dem Zeug darum, wo ich fahren soll. Ich glaube, der würde mich ärgern. Dieser Ton hier, der Anton. Nein. So, jetzt hier rum hier. Da. Also auf hier vorne liegt auch so Zeug. Ich hole das mal mit hier, oder? Da krieg ich das mit. So, jetzt aber. So, ja, nimmst alles auf. Hier, guck hier. Ha, ist voll geworden hier, guck. Läuft der Anton schon wieder? Der läuft immer übers Futter, da gehst du alles kaputt hier. Das muss da. Die Tiere müssen da noch essen hier, oder? Da ist überall mit Gummistiefeln durchgelatscht worden. Erst durch die Kacke, dann über ja, genau.
Die armen Kühe, ne? Und dann sollen wir die Milch gut verkaufen können. Weißt du? Ich weiß nicht. So ist schon nicht schlecht, ne? Du, die Bilder kannst du ja meinem Bäckerkollegen mal zeigen, ne? Kannst du die rüber moven? Dann mal sieht, wie tatkräftig wir hier ackern, ne? Ja, ich schick dir die dann. Ja, kannst du ja rüber. Ne? Dann da auch sieht, was. Dann lade ich die Cloud hoch und dann kannst du dir das genau, dann. Genau, ja. Wieder runter. Kannst du die per E-Mail oder so, ne? Hier. Karl, E-Mail ist auch schon total veraltet. Ja, das stimmt. Ja, mit der Technik, das ist immer so eine Sache. Ne? So. So, fahren wir wieder rück. Ja, hier ist ja eigentlich ja gar kein Schwarz, ja, stimmt. Was haben wir denn nehmen? Die hier? Oder ist das egal? Komisch, die hier. So, ich lange nicht, wo du ganz lange geradeaus fahren musst. Soll ich die holen, okay? Dann brauchst du nicht so viel lenken, weißt du? Alter, das macht ja gerade Spaß hier. Der lenkt sich ganz leicht, weil der hinten auch lenkt, weißt du? Das ist schön. Der Visa war kurz. Naja, ah doch, die geht da rum. Gut, dann holen wir die noch ganz mit. So, jetzt darfst du entscheiden, links rum oder rechts rum? Ach nee, rechts rum, okay. Da war die Spur vorgegeben. Jetzt hätten wir wieder Schnickschnack gemacht. Ne? Wenn wir ein bisschen einig werden, müssen wir immer. Dann müssen wir mal Schnickschnack-Schnuck machen, ja. Genau, das, so, jetzt hier rum. Jo, jetzt hab ich gefahren, wo müssen wir jetzt hin? Was wieder hier ist, das ist wie. Wie ist das noch so? Schnitzeljagd, weißt du so? Ja, Schnitzeljagd, ja. Genau. Fährtenlesen. Warum steht denn hier ein Traktor drin? Guck mal, hier steht auch noch einer. Schläft der da drin hier? Siehst du den, der da steht hier? Da steht ein Traktor. Ach, das ist doch der L. Ach, okay. Dann ist gut. Dann macht er seine Pause auch richtig, ne? Ja, genau. Weil Verdauen ist auch wichtig für die, weißt du, so ein Schläfchen für die Verdauung ist wichtig. Da hat er auch recht, ey. Da haben wir gar nicht dran gedacht. Gut, dass er selber dran gedacht hat. Ja, deswegen, ne? Das ist, ja, so. Das ist auch gut, den Motor laufen, dass die Klimaanlage auch ein bisschen genau, mitarbeitet. Genau, ja. Auch in der Sonne, das ist schon richtig. Ja. So. Ach, hier sind wir wieder, okay. Wir sind einfach im Kreis gefahren. Schön, ne? Das hat L gut gemacht, der hat er ja extra so hingelegt und so. So, nehmen wir das hier noch mit. Da kann man sich auch nicht verfahren, wenn der schön im Kreis so liegt, der L, dann ist gut, ne? Ne, ja, das ist wie Carrera-Bahn. Genau, richtig. Alles liegt in Richtung, alles liegt platt und gut ist, wunderbar. Mal auf der Schiene lang fahren. Genau. So, schon wieder voll das Ding. Das ist so super. Aber sag mal, der fröhliche Lustig da, der hat doch erzählt, wie wir noch Getreideanbau machen und so. Ja. Wann machen wir das denn? So, wir fragen mal den Anton. Ja. Wir gucken den mal an, okay? Wir möchten uns einfahren. Anton! Ja, hier? Sag mal, wie ist das eigentlich? Wir machen auch, dein Kollege hier hat doch gesagt, wir werden auch Getreide anbauen. Dann machen wir das denn? Wird das ausgelost, wenn wir das machen oder wie? Nee, das kommt noch. Guck mal, aber ich habe eine gute Idee, wenn Sie den Silowagen fertig haben, ja. Wenn Sie fertig haben, ja. Dann abladen. Ja, dann fahren Sie mal einmal zum Händler. Okay. Aber wie, das kommt noch? Wir haben doch letztens schon was angesehen. Ja. Bin ich der Meinung. Genau. Ja, das kommt alles noch. Das dauert noch ein bisschen, das nützt. Das dauert. Ich habe gedacht, du wirst ausgelost bei uns, was man machen will. Nein. Aber okay. Was dauert denn da? So, wir haben jetzt fertig, so. Und du? Was machen wir jetzt? Oh. Was hat er gesagt? Soll ich zu melden oder was? Das ist wie ein Praktikum hier. So, ich stelle das Ding mal hier hin. Schluss aus. Ich sehe gerade hier oben auf dem GPS. Da oben ist auch ein Mitarbeiter von uns. Wollen wir da mal hinfahren? Oh. Da oben auf dem einen Grasfeld. Ja, komm, haben wir unser Auto sehen. Anton! Ja? Wir haben noch was dazwischen bekommen kurz. Komm schnell. Wo sind Sie denn? Wohin müssen wir denn? Schnell einen Termin machen. Ja, wir müssen mal ganz kurz zum Händler. Ja. So, weg hier. Muss man selber machen. Ups, fahr du vor. Du hast ja gesehen. Weißt du? Ja, deswegen nicht auch vor. Oh. Hat der uns echt abgekauft, der Anton? War das, wenn wir kurz zum Händler müssen? Wahrscheinlich. Weil
wie gesagt, die Karren müssen immer bewegt werden. So. Wo ist einer da am Arbeiten? Oben auf Feld 45 gesehen. Ich bin die Geschwindigkeit kann man gewöhnt, wenn man so mit dem Trecker dann so langsam fährt, ne? Okay, jetzt habe ich dich verloren. Du bist denn hinten links oder rechts? Links rum. Oh, hier ist ein Stein. Hast du mich wieder? Bin nee. Extra an die Seite gefahren. Nö, nee, noch nicht. Ah doch, jetzt sehe ich dich wieder. Jo. Ja? Jo. Okay. Die gehen auch schnell, die Dinger hier. Junge. Aber ist schon komisch, wenn man so einen lahmen Traktor gefahren hat, ne? Ja. Okay. Hier so ein etwas besseres Auto. Deins oder meins? Meins ist scheiße. Ja, König? Guten Tag. Guten Tag, Herr König. Ja, Herr König? Ja. Hier ist Anton. Ja, der Anton, ja. Warte mal, Moment. Kai. Ja, der Dings ist dran hier. Der weiß ich hier, der Anton. Bunja? Bitte? Antonia? Hey, Anton. Hier, unser. Ah. Ja, Herr Anton, wo brennt's, ja? Ja, wo sind Sie jetzt? Wo sind wir denn hier jetzt? Beim Händler. Beim Händler, genau, ja. Wir haben einen wichtigen Termin beim Händler, Sie stören uns gerade. Genau, wir sind beim Händler. Wir stehen vom Zaun, wir sind hier beim Händler, jawohl. Was, okay. Wo brennt's? Was brauchen Sie? Ja. Bitte? Werden wir gleich sehen, ob Sie beim Händler sind. Okay. Okay, bis gleich. Tschüss. Was ist er denn? Keine Ahnung. Wir sind beim Händler, oder? Ja. Waren wir jetzt weiter oder nicht? Wie war das denn noch? Weiter. Komm mal weiter, genau. Termin war halt vorbei. Was ja, willst du machen? Genau. Der war nicht da. Das ist, wenn man die Termine alle selber macht, ne? Dann, dann ist das so, ne? Fahren wir auch aufs Feld drauf oder ja, nicht? Aber ich suche gerade den Eingang. Oh, hier ist er. Hier ist schon einer wieder. Meinst du den hier? Hier fährt jemand rum. Oder hast du einen anderen gemeint? Nee, den meinte ich. Ich dachte, ja, wir gucken uns den mal an, den Kollegen. Ja. Das ist auch das war unser Mitarbeiter des Tages oder sowas, ne? Der war auch schon Mitarbeiter des Tages. Hallo? Ja. Hallo. Ja moin! Ja genau, dann ist der Tagsmitarbeiter. Genau. Ja genau. Und wie sieht's aus? Alles klar hier? Ja. Prima. Wir wollten jemanden mit frischem Wasser versorgen. Genau. Ah ja, danke. Hier prima. Bei der Temperatur. Ja. Haben Sie eine Klimaanlage an hier schön? Haben die an? Prima. Top, so ja, muss ja. Das sein. Und das Fahrzeug nie ausmachen. Die Klimaanlage ist wichtig. Also. Ja, ne? Deswegen lasse ich sie auch gerade laufen. Genau, ja, sehr vorbildlich. So ist richtig, genau. Damit sie auch schön kühl blitzen. Also bei der Hitze muss man aufpassen, ne? Guck mal, Herr Schmidt, hier haben Sie warmes Wasser, ein kaltes Wasser. Ja. Dankeschön. Genau, prima. Und was machen Sie hier so Schönes? Ah, ich habe gerade gemäht, dieses Feld. Aha. Der Kollege ist schon heimgegangen und hat Feierabend gemacht und ich habe dann hier noch sehr schön. Bisschen fertig gemacht. Jetzt gehe ich spazieren. Okay. Ja, da machen Sie erstmal Mittag hier, guck mal auf den Zeiger. Ja, also, dann ist so schön Mittag. Ja. 11:30 Uhr Mittagspause. Ja, bis Sie da zu Hause sind, ist bestimmt Mittagspause, ne? Genau, nur wahrscheinlich schon. Nur nicht stressen lassen, ne? Und schönes Nickerchen, Verdauungsschläfchen immer schön machen, ne? Also, ja. Ja. Wunderbar. Ja, ne, läuft, ne? Ja. Genau. Wenn Sie den anderen sehen, sagen Sie mal, da soll die Fahrzeuge ein bisschen mehr instand halten, waschen. Ja, und so, ne? Das sieht ja aus. Waschen, ne? Das sieht ja aus wie ein Schwein. Das mache ich ja mit meinen Fahrzeugen immer. Also Sie waschen die? Nach so schwerer Arbeit tun Sie doch waschen. Ach. Ich tue nur meine Maschinen waschen, wo ich nehme. Ja, andere. Das ist ja. Die anderen dürfen sich selber die Mühe machen. Also ich dachte, das macht der Vorarbeiter. Die machen den ganzen Tag nichts. Also unglaublich. Ja. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, meine lieben Freunde. Wenn ihr sehen wollt, wer als nächstes was waschen tut oder arbeiten tut, oder wer halt eben Mitarbeiter in der Stunde oder des Tages wird, dann schaut zur nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt Mapherrschaft. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo da. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt auf unseren Teamspeak, steht alles in der Videobeschreibung. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst so treiben, kommt auf unseren Facebook. Bis dann, tschüss!